Oderle Bastelzeit und heute mal wieder etwas, wo die Elektriker hier wahrscheinlich schon mit der Hand auf der Stirn unterwegs sind, aber hey, ich bastel wieder an Netzspannung rum. Naja, mehr oder weniger. Hintergrund, ich habe hier ein Gerät, das ist ein älteres Gerät, das läuft auch eigentlich nur unter Aufsicht, das heißt, kein Strom drauf, wenn ich nicht daneben stehe, ist also nicht ganz so gefährlich, deswegen traue ich mich da auch jetzt mal ran. Dieses Gerät läuft eine Zeit X und dann ist es fertig und ich möchte wissen, wenn es fertig ist. Prinzipiell, es gibt da eine Lampe, die sagt fertig. Auf die Entfernung nicht gut zu sehen und naja, direkt darüber sind halt die Lampen für ich laufe noch. Ist also wirklich nicht gut zu erkennen. Zweite Möglichkeit, man kann einen Knopf drücken und dann gibt es so einen internen Buzzer und der macht dann net, net, net. Prinzipiell gut, aber wenn ich eine Audioaufnahme hier mache, möchte ich keinen Krach im Hintergrund, weil ansonsten ist das Gerät leise. Das kann schon mal sein, dass ich aufnehme und gleichzeitig das Ding laufen habe. Daher meine Idee, komm, wir gehen hin, holen uns den ESP8266 oder irgendwas in die Richtung, was da Netzwerk hat, greifen uns das Signal ab und schicken das dann an meinen Server und der kann dann damit passende Dinge tun, zum Beispiel irgendwie eine Lampe anmachen, wenn ich am Aufnehmen bin oder tatsächlich einen Sound aufspielen, wenn ich nicht am Aufnehmen bin. So, bis hierhin alles noch nicht so das Problem, aber naja, die ganze Steuerung in dem Ding ist mehr oder weniger mechanisch und alles auf 230 Volt. Es gibt also keine Sachen, die irgendwie mit 5 Volt, 3,3 Volt laufen, die man einfach abgreifen kann. Nope, 230 Volt Netzspannung über den Schalter direkt, ja. Okay. Gut, also ich habe 230 Volt von dem Gerät, ich habe 3,3 Volt von unserem ESP. Das soll irgendwie zusammen, aber doch nicht zusammen. Zauberwort, galvanisch getrennt. Ich möchte nicht die 230 Volt in meiner Schaltung. Und wenn wir galvanische Trennung haben wollen, sind die hier eigentlich den Weg, den man geht. Das ist ein sogenannter Optokoppler. Wenn wir uns den angucken, der besteht, wenn wir einen einzelnen holen, aus zwei Teilen. Wir haben im unteren Bereich eine LED, die entsprechend dann leuchtet. Allerdings, die leuchtet nicht nach draußen, sondern nur innerhalb vom Gehäuse. Und auf der anderen Seite vom Gehäuse, da sitzt etwas, was das Licht empfangen kann. Zum Beispiel eine Fotodiode oder ein Fototransistor. Gibt es verschiedene Typen, je nachdem, wie schnell man an- und ausschalten will. Soll uns aber jetzt hier nicht interessieren. Im Prinzip, wir geben unten Strom drauf, die Lampe leuchtet, oben kommt das Licht an. Der schaltet dann einen Schalter durch, sozusagen. Das hat den schönen Vorteil, wir haben keine Verbindung zwischen Eingang und Ausgang, da ist nur ein optischer Pfad, nichts Elektrisches. So, ich benutze hier die günstigsten, wo gibt. Das heißt, wir haben nur zwei Pins am Eingang, wir haben zwei Pins am Ausgang und da müssen wir dran. Für den Ausgang geht das relativ einfach. Wir wollen ja zum ESP senden, das heißt, ESP ist am Ausgang. Wir holen einen GPIO vom ESP, schalten den auf Input Pull ab oder ziehen ihn irgendwie auf Betriebsspannung und der kleine hier, der ist dann gegen Ground geschaltet. Das heißt, im Normalfall passiert nichts. Das Ding leitet ja nicht. Das heißt, wir haben weiterhin unsere 3,3 Volt, also High. Wenn aber unten die LED angeht, Licht nach oben geht, dann schaltet er durch, zieht das Ganze nach Ground runter und wir haben eine 0 oder Low. Gut, klingt nach einem Plan. Jetzt haben wir aber noch die andere Seite. LED muss leuchten und das von 230 Volt. Da hatten wir doch schon mal ein Video. Praktisch, oder? Ja, ich hatte schon mal gezeigt, wie man eine LED an 230 Volt betreiben kann. Die günstigste und einfachste Methode ist natürlich im Prinzip erstmal ein Widerstand, aber bei 230 Volt wird er zu warm, das will man nicht im Gehäuse haben. Nächstbestes und nächstgünstiges Teil war dann das Kondensatornetzteil. Wir nutzen im Prinzip einen Kondensator in Serie und bei AC-Kondensator, der sorgt dafür, dass der Strom limitiert wird. Und solange die LED dahinter ist, zieht die dann auch die Spannung passend. Das geht alles soweit. Damals hatte ich das Ganze mit einem Full Bridge Rectifier aufgebaut, also einem Brückengleichrichter. Und ja, das möchte man vielleicht für LEDs auch haben. Hier geht es mir aber eher darum, das günstig und einfach zu machen. Also lassen wir den weg. Ich gehe einfach hin, schalte die LED direkt dahinter. Das geht prinzipiell, hat aber ein Problem, wo es dann euch auf die Füße fällt. Denn, naja, wir haben ja noch AC. Das heißt, die Polarität, die dreht sich die ganze Zeit um. Und na, vorwärts ist das kein Problem. Die LED leitet, die Spannung wird entsprechend runtergehen. Aber wenn wir rückwärts jetzt sind, dann sperrt die LED ja, ist ja quasi eine Diode. Und dadurch, dass kein Strom durchfließen kann, steigt die Spannung. Und irgendwann ist die Spannung höher als das, was die Diode aushält und sie brennt durch.
Um das zu verhindern, habe ich einfach eine andere Diode, eine normale, keine LED, quasi rückwärts dahin geklemmt. Das heißt, auf dem einen Weg zieht die LED das Ganze runter und leuchtet dabei, auf dem anderen Weg zieht die Diode die Spannung dann nach unten und wir haben kein Problem mehr, was die Spannung angeht. Der Aufbau hat einen Nachteil, und zwar wir nutzen ja jetzt nur noch quasi eine Halbwelle und das führt dazu, dass unser Optokoppler nicht an ist, wenn Strom da ist, sondern er flackert. Bei einem Licht wäre das ungünstig, bei einem Optokoppler, meh, gehen wir in der Software hin und sagen, okay, wenn es die ganze Zeit flackert, dann ist das an, Thema gegessen, und dafür spare ich mir dann 3 Dioden aufzulöten. Haben wir was gespart. So, wie ihr euch jetzt denken könnt, ich habe das nicht umsonst hier so gezeichnet, ich habe daraus direkt ein Board gemacht, das ist im Prinzip zweimal diese Schaltung unten. Oben haben wir eine Möglichkeit, einen ESP01 einzustecken, also so ein typisches Mini-Funkmodul. Das Einzige, was hier nicht drauf ist, ist eine Stromversorgung für den ESP. Da gucken wir uns dann später an, wie ich das gelöst habe. Was ihr eventuell noch sehen könnt für den Kondensator, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man den drauf machen kann. Prinzipiell möchte man da einen X-Kondensator haben. Die haben entsprechend da interne Vorkehrungen, dass nicht zu viel kaputt geht. Aber hier kommt mein Bonus, die beiden Widerstände. Die sind zum einen relativ groß, das heißt, da fällt schon mal viel ab, ist nicht ganz so viel Strom, der am Ende rauskommen kann. Und das zweite, das sind sogenannte Fusible Resistors. Das heißt, diese Widerstände sind extra dafür gebaut, dass sie schnell kaputt gehen, wenn ein zu hoher Strom fließt. Ist also quasi eine kombinierte Schmelzsicherung mit einem Widerstand. Davon haben wir 2 Stück in jeder Seite drin. Und ich denke, das geht dann schon mal ganz gut, um das Schlimmste zu verhindern. Deswegen werde ich nicht nur meine X-Kondensatoren, wenn sie es denn sind, ich weiß es nicht, angeblich jedenfalls, die werde ich verbauen. Auf der anderen Seite werde ich aber auch mal testweise einen Hochspannungskeramikkondensator verbauen. Prinzipiell sollte der das aushalten. Keramikkondensatoren sind zwar dafür bekannt, dass sie gerne mal in Kurzschluss reinhauen, wenn man sie überlastet, aber nee. Theoretisch sollte es nicht überlasten und wenn es in den Kurzschluss reinhämmert, naja, dann fliegt halt die Sicherung und ich habe was gelernt. Aber dafür weiß ich dann, ob das so funktioniert oder nicht, weil die Keramikteile sind halt deutlich günstiger und vor allen Dingen auch kleiner, kann man im Zweifelsfall Platz sparen. Gut, sieht schön auf dem Bildschirm aus, sieht noch schöner in echt aus, also rüber zur Werkbank und gehen wir eine Runde basteln. Und da ist auch die zugehörige Platine hier angekommen, wie wir sehen, wieder panelized, also gucken wir mal, wie es diesmal aussieht. Ich erwarte eigentlich keine Probleme und tada, da sind wir doch. Mal schauen. Wir haben auf jeden Fall hier die Groundplane nur auf der digitalen Seite. Hier unten unseren Rest. Und auch auf der Rückseite sieht das gut aus. Jeweils gefräst in der Mitte mit diesen 2 Vias zum Rausbrechen. Soweit die Theorie. Das heißt, wir haben jetzt 5 mal 3, also 15 von den Boards verfügbar. Können wir hier mal eins rausbrechen und uns genauer anschauen, ob wir alles richtig gemacht haben und vor allen Dingen, ob der ganze Rest dann auch gleich passt. Und wenn wir schauen, zumindest keine direkten Auffälligkeiten, eventuell, dass das Footprint hier ein bisschen zu klein ist, das müssen wir gleich mal gucken. Der Rest sieht soweit okay aus, unseren Dual Footprint für den Kondensator. Und ja, ich würde mal sagen, dann gucken wir mal gerade, wenn wir schon mal im Kondensator sind, was wir an Bauteilen so haben. Und da muss ich mal gucken, wie ich das ausführe. Also zuerst mal haben wir die hier und ich sehe schon, das könnte wirklich knapp werden. Das sind die Optokoppler. Gleich mal schauen, ob das funktioniert. Dann haben wir unsere Fusible Resistor. Das sind 820 Ohm Widerstände. Das nächste, was wir haben, ein paar Dioden. Ich glaube, die sind auch irgendwie für 400 Volt oder sowas. Das sollte eigentlich ausreichen. Ja, Widerstände 10 Kilo Ohm. Und dann kommen wir zum interessanteren Part, nämlich dem Kondensator. Ich habe mal die hier mitbestellt, zur Vorsicht. MLCC-Kondensatoren 100 Nanofarad, 450 Volt. Die müssten theoretisch gehen. Eine Alternative wäre, einen Kondensator, der dafür gedacht ist, zu verwenden. Das sind die X2-Kondensatoren. So, Preisfrage. Machen wir SMD-Löten mit Paste oder löten wir es gerade per Hand? Ich glaube, wir löten es gerade per Hand. Aber erstmal packe ich mir mal hier so einen Optokoppler aus. Und die sind definitiv, oder? Nee. Einer muss erstmal reichen. Also die Pads könnten gerne dicker sein. Und ja, die sind zu eng beieinander. Also mit etwas Glück
kriegt man es hin, sodass beide noch ein bisschen Kontakt haben, aber das ist schon sehr grenzwertig. Nur ja, also schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen was aufs Board bekommen. Man sieht hier auch eventuell im Bild so ein bisschen, dass diese Widerstände hier grün außenrum sind. Das ist die Markierung in dem Fall, dass das ein Fusible Link Resistor ist. Dann die Dioden, und bei den Dioden muss man ein bisschen gucken, weil das ist wieder dieses herzlich seltsame Markierungsgedönse. Ich selber bevorzuge eigentlich irgendwie einen Strich auf dem Board oder einen Punkt. Weil wie wir sehen, hier wird stattdessen der Rahmen gemacht, und zwar ist der Rahmen hier durchgezogen und hier nicht. Das heißt also, ja, hier unten gehört der Strich hin. Ist in meinen Augen ein bisschen schwieriger zu sehen als so die üblichen Sachen, aber ne. So, fehlen noch die Kondensatoren. Und ich guck mal, ich habe glaube ich noch billig X2 Nachbauten. Ob ich die irgendwo noch finde, dann mischen wir ein bisschen. Einen mache ich jetzt auf jeden Fall mal mit SMD. Dann schauen wir einfach mal, ob die das auch aushalten. Wie gesagt, laut Datenblatt sollten sie es. Das Problem ist, wie gesagt, nur dann, wenn sie irgendwie kaputt gehen. Das kann gegebenenfalls dazu unschönen Konsequenzen führen, die theoretisch die Sicherung weghalten sollte, also der Fusible Resistor. Und das sind die, die ich meinte. Das ist die Typennummer CBB22 mit 400 Volt, wie wir unten sehen, 224, also 220 Nanofarad, ist was größer als der, den wir hier schon verbaut haben, aber das sollte eigentlich vom Strom auch noch passen. Den können wir dann hier einfach mal auf die anderen einbauen. Da haben wir dann auch mal einen von denen. Und ja, wie man sieht, auch dafür ist das nicht ganz so geeignet, aber den können wir halt durch die Drähte ja entsprechend was rumbiegen. Da geht das dann. Und ja, dann fehlt uns im Prinzip nur noch der ESP da drauf. Und natürlich die ganzen Anschlüsse. So, fehlen uns noch die Optokoppler und wir haben einen Punkt da. Dann würde ich mal sagen, da wo der Punkt ist, machen wir auch den Punkt hin. Dann schauen wir mal, ob man das irgendwie... Ja, das müsste eigentlich gehen. Das wird auf jeden Fall eine knappe Sache, so viel kann ich schon mal sagen. So, dann schauen wir mal. So könnte das gehen. Okay, die sitzen schon mal, aber die anderen sind jetzt zu weit weg. So, biegen wir uns die einfach mal etwas zurecht. Ne, nicht schön, aber könnte passen. Und was lernen wir daraus? Traue keinem Footprint, was du nicht selbst überprüft oder erstellt hast. Den zweiten bereiten wir dann direkt schon mal so vor. Biegen die nach innen hier. Schauen wir mal, das sieht doch schon ein bisschen besser aus. So, ich hoffe, dass sie jetzt trotzdem Kontakt bekommen. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen noch einen vierer Header für den ESP. Das wäre sowas. Ist das eigentlich auf der Seite hier? Ich glaube ja. Oh, ups, da sind ja noch ein paar Bauteile. Das sind glaube ich beides die 10K und ein 100 Nano Entkoppelgedönses. Dann sollten wir eventuell auch ein paar davon verwenden. So, für die vier hier hinten werde ich das Ding hier benutzen. Das ist so eine Schraubsteckklemme. Das ist der Steckteil. Der kommt hier rein. Jedenfalls theoretisch. Ich muss mal gucken. Die Bohrungen hätten gerne etwas größer sein können. Aber mit ein bisschen Gewalt geht das, ja. So, dann sitzt der auch schön fest hier drin. Und sollte uns da keine größeren Probleme machen.
Damit wäre das geregelt. Die andere Seite, da brauchen wir ja 3,3 Volt irgendwie. Und der Grund, warum ich da nicht mehr gemacht habe, ist der hier. Das ist ein fertiges Modul-Netzteil. Das nimmt 230 Volt entgegen und soll angeblich 3,3 Volt geregelt rausgeben. Macht das Ganze natürlich hier einfacher. Dann muss ich da nicht selber rumbasteln. Den werde ich noch in ein bisschen Schrumpfschlauch reinpacken und dann soll der so irgendwie Huckepack nach hinten oder sowas. Das ist jedenfalls mal jetzt mein Plan. Vorzugsweise natürlich irgendwie hier hinten in die Ecke, wo nichts ist. Ja, ich denke, das müsste funktionieren. Dann machen wir noch den hier fest, suchen uns ein bisschen Kabel für das Netzteil. Schrumpfschlauch wäre eventuell auch nicht schlecht. Mal gucken, ob ich noch was in der Größe habe, die da drüber passt, oder ob ich tatsächlich mir noch ein Gehäuse drucken muss. Aber das kriegen wir alles natürlich hin. Also, alles fertig gelötet, fehlt nur noch ein bisschen Zubehör. Das erste wäre ein ESP8266. Den habe ich schon vorab programmiert, entsprechend mit meinem kleinen Programmiergerät. Das hatte ich ja mal gezeigt, wie ich das entsprechend umgerüstet habe. Und ja, wenn alles gut geht, dann können wir den einfach hier so draufstecken. Der sitzt hier hinten dann, wie schon gesagt, mit der Antenne einmal drüber, dass das hier nicht in die Quere kommt. Auf den Code selber möchte ich nicht ganz so viel eingehen. Das basiert so auf einem Konstrukt, was ich irgendwie jedes Mal benutze. Das ist so etwas, das kopiere ich mir immer zusammen. Deswegen ist hier eventuell auch Zeug drin, was man so nicht braucht. Im Prinzip verbindet er mit dem WLAN, verbindet sich mit TLS verschlüsselt mit einem MQTT-Server. Das ist so ein kleines Protokoll, um Statusnachrichten zu versenden. Hat dann jede Menge Zeug noch drin, um so Status, Ping-Pong zu machen. Wie gesagt, das ist alles nur kopiert. Für uns interessant ist lediglich, das ist hier unten der Bereich mit Setup und Loop. Im Prinzip, wir gehen erstmal hin beim Hochfahren, verbinden uns mit dem WLAN. Senden ein paar Statistiken, das ist so Sachen wie MAC-Adresse, Firmwarestand und sowas, die ändern sich ja nie, die sende ich hier nur einmalig. Dann gehen wir hin und setzen die Pins 1 und 3 auf Input mit Pull-Up, das sind die beiden, die zu den entsprechenden Optokopplern gehen. Und hier habe ich das Ganze über Debouncer angebunden, das ist eine Library, die ist eigentlich für Schalter, ist hier in dem Fall eigentlich gar nicht notwendig, weil benutze ich so in dem Sinne nicht, aber wie gesagt, ich habe es mal von woanders zusammen kopiert, deswegen ist das drin. Außerdem gibt es noch einen Timer, der geht irgendwie so alle Minute, glaube ich, ist es hin und schickt so ein paar Statistiken auch per MQTT raus, Sendestärke, IP-Adresse, einfach um so ein paar Metriken zu haben und zu sehen, ja, okay, das Ding hat sich innerhalb der letzten x Minuten gemeldet, also ist es noch an. In der Loop selber ist erstmal das ganze Handling hier, das heißt sowas wie, wenn WLAN abgebrochen ist, verbinde neu, aktualisiere MDNS, also unseren Namen im Netzwerk sozusagen. Ein Webserver, OTA, Debouncer, das ist im Prinzip alles, was da an Libraries drin ist, kommt da einmal zum Zug und sorgt dafür, dass es alles funktioniert. Für uns interessant ist aber nur noch hier unten der Bereich. Und zwar gehen wir hin und wir lesen erstmal die beiden Eingänge. Wie gesagt, hier über Debouncer, aber geht genauso Digital Read. Und dann kommt dieses Konstrukt hier zweimal, für jeden Eingang einmal. Blenden wir den oberen Teil mal aus und gehen erstmal nur auf den unteren Teil. Der ist nämlich relativ einfach. Wenn das, was wir gelesen haben, anders ist als das, was wir beim letzten Mal gelesen haben, dann ist das, was wir jetzt gelesen haben, das, was wir zuletzt gelesen haben und wir publishen das. Das heißt, wir schicken die Nachricht jedes Mal raus, wenn sich der Zustand ändert. Wenn er gleich bleibt, senden wir es nicht raus. Jetzt haben wir aber ja noch diese If-Schleife hier oben oder If-Konstrukt, wie auch immer man es nennen will. Was hat es damit auf sich? Was ich hier mache ist, wenn der Optokoppler eingeschaltet ist, dann setzen wir jedes Mal hier diese LO1-Variable auf die aktuelle Systemzeit. Wenn der Optokoppler aus ist, dann gehen wir aber hin. Wenn es weniger als 60 Millisekunden ausgeschaltet ist, dann bleiben wir hier bei einer 1 und gehen nicht auf 0, wie es eigentlich vorgesehen ist. So, warum? Naja, ich habe ja eben schon erklärt, wir haben ja nur eine Halbwelle, das heißt, unsere LED ist nicht dauerhaft an, sondern dadurch, dass wir Wechselstrom haben mit 50 Hertz, flackert das Ganze. Im schlechtesten Fall bei 50 Hertz wäre das irgendwie so 20 Millisekunden, wo es dann nur leuchtet und dann ist es wieder 20 Millisekunden aus. In der Praxis wird es wahrscheinlich sogar noch weniger sein, weil die LED ja nicht leuchtet, wenn null Durchgang ist. Und deswegen habe ich hier gesagt, okay, 60 Millisekunden muss es aus sein, ansonsten bleibt das weiter an. Das ist, denke ich, eine Zeit, das merkt man jetzt als Nutzer nicht so, wenn es da 60 Millisekunden länger dauert, wenn man ausschaltet. Und ja, andererseits kriegen wir so dieses Flackern weg. Im Prinzip, der sorgt nur dafür, dass, wenn wir ausschalten den Optokoppler, der weiterhin an zurückmeldet, wenn es noch nicht lange genug aus war. Und das haben wir im Prinzip zweimal, das ist beides dasselbe und
Der meldet das so dann an meinen Server zurück. Klingt in der Theorie schön, wir wollen aber ja Praxis sehen, also hauen wir mal hier dieses kleine Mini-Netzteil ans Stromnetz dran. Hier mit diesem Quick-Test-Dingen. Wir sehen, die Lampe geht an, das ist schon mal gut. Das heißt also, die 3,3 Volt scheinen zu funktionieren. Und dann stecken wir doch einfach mal den ESP hier rein. Gucken direkt, ob der dann auch angeht. Und wenn ich jetzt hier zumache, yep, die LED geht an. Und wir sehen auch das Blinken. Das ist jetzt noch Debug-Code von mir gewesen, nicht der, den ich gezeigt habe. Normalerweise sollte da natürlich nichts mehr blinken. Und wenn wir das Ganze hier mit einem Schalter hinten dran aufbauen, das ist jetzt auf dem ersten Kanal. Und wenn ich dann am Schalter drücke, dann sehen wir auch in der Software, yep, der Status ändert sich. Und Bonus, die LED auf dem Ding geht hier bei dem Kanal auch an. Die hängt halt am selben Pin. Daher geht das. Beim zweiten Kanal geht jetzt keine LED an, aber hey, solange es zurückmeldet, passt das ja. Natürlich teste ich auch das gerade mal, also gerade mal umgeklemmt auf die unteren beiden Klemmen und ja. Auch hier sehen wir entsprechend die Rückmeldung in der Software. Also, wir haben gesehen, viele Bauteile sind das nicht. Man könnte sogar noch ein Bauteil einsparen. Ein Widerstand würde eigentlich auch reichen. Und dann, ja, in dem Fall hätten wir dann, wenn wir es ganz klein machen wollen, ein Widerstand, ein Kondensator, eine Diode, ein Optokoppler und dann hinten dran was auch immer, zum Beispiel ein ESP8266. Und schon haben wir da einen Eingang mit 230 Volt, sodass wir feststellen können, ist da was an oder aus. Das Ganze hat natürlich keine Trennung in dem Sinne, das heißt, das steht alles unter Netzspannung, aber wenn man das in Gehäuse einpackt und am besten noch mit einem Sicherheitsschalter oder so versieht, ist das, denke ich, halbwegs sicher. Kondensatornetzteile sind ja jetzt nichts, was unbedingt so ungewöhnlich ist. In meinem Fall mal gucken, also der rote Kondensator, der wird in solchen Kondensatornetzteilen auch gewerblich verbaut. Ob die zugelassen sind, steht natürlich woanders, die kommen dann meistens aus China. Die Kerco-Variante, mal gucken, das ist einfach nur so ein Versuch von mir. Wie gesagt, ich schätze das Risiko als gering ein, zumal ich halt wirklich das Gerät nur unter Aufsicht laufen habe, weil das wird auch so schon relativ warm, das gehört zum Konzept. Aber das Gerät gucken wir uns irgendwann separat dann an. So Schaltungen, die sind nicht nur für Messgeräte interessant, die könnte man zum Beispiel auch nutzen, um irgendwie bestehende Lichtschalter umzubauen, wenn man nicht drankommt. Ist natürlich eine Frage, inwieweit man das darf. In Deutschland müsste das ja für euch der entsprechende Elektrofachbetrieb einbauen und ich glaube, wenn die so eine Schaltung sehen, dann sagen die auch eher nein. Und ganz ehrlich, wenn ihr ohnehin das Geld dafür bezahlt, einen Elektriker kommen zu lassen und die Schalter umbauen wollt, lasst einfach das Ding vom Stromnetz trennen und arbeitet direkt mit 3,3 oder 5 Volt. Ist am Ende wahrscheinlich sicherer, weil ihr die Schalter nicht so belastet. Und ihr könnt dann später auch wieder daran Dinge ändern, solange keine anderen Steckdosen oder so in der Nähe sind. So, für mich funktioniert die Schaltung. Mal gucken, wie lange. Wie gesagt, ist jetzt erstmal ein Versuch. Theoretisch sollten die beide das aushalten. Praktisch, Kerco, wie gesagt, anfällig. Gerade wenn es irgendwie mal eine Spitze im Stromnetz gibt, irgendeinen Einschaltstrom oder sowas. Kann sein, dass er irgendwann mal die Grätsche macht. Bisher hält er durch. Ich werde berichten, wenn er es nicht mehr tut. Aber fürs Erste, neben mir geht gerade eine Lampe an. Ich würde sagen, die Schaltung, ihr tut jetzt erstmal, was sie soll.